Ja, und jetzt möchte ich Ihnen Frau Professor Mascha Binder vorstellen. Vielleicht viele von Ihnen haben sie noch nicht kennengelernt. Sie ist unsere neue Klinikleiterin und Chefärztin an der Klinik für Onkologie am Universitätsspital Basel. Sie hat ihre Arbeit am 1. April begonnen bei uns. Das ist super, dass du bereits heute schon für uns sprechen wirst. Sie war bis 2022 Direktorin an der Klinik für Innere Medizin in Halle. Und ihr Schwerpunkt ist Forschungstätigkeit, beinhaltet die tumorimmunologische Forschung und Präzisionszelltherapie. Heute sprichst du über Lymphome und das ist eines deiner Schwerpunkte. Danke vielmals, Mascha. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Nina, für die einleitenden Worte. Ich bin also ich bin überrascht, muss ich sagen. Erstens, dass die Onkologie so ein tolles Forum hier bekommt in dem großen Hörsaal. Und zweitens, dass Sie auch diesen Hörsaal so schön bevölkert haben. Es ist ja ein komplexes Thema, muss man klar sagen. Auch wenn die Vorredner Ihnen das so toll auch einfach runtergebrochen haben, ist es natürlich ein komplexes Fach. Und ich möchte Sie jetzt in nochmal einen Subzweig dieses komplexen Fachs mit reinnehmen und das sind die Lymphome. Und ich habe Ihnen eine kleine Patientenvignette mitgebracht, um da so ein bisschen in das Thema reinzukommen. Das ist eine 60-jährige Frau, keine Vorerkrankungen. Sie hat seit ungefähr 3 Wochen einen Knoten an der rechten Halsseite gespürt. Sie hat keine wirklichen, zumindest ausgeprägten Allgemeinsymptome. Sie schwitzt ein bisschen, das geht aber auch schon länger, hat keine Infektsymptomatik. Und bei der körperlichen Untersuchung tasten Sie beidseits, aber rechts betont, zervikale, vermehrte und geringgradig auch vergrößerte Lymphknoten, etwa 1 bis 2 Zentimeter. Diese Lymphknoten sind verschieblich, aber nicht dolent. Jetzt kommen wir mal zur Einschätzung. Welche Aussage ist richtig Ihrer Meinung nach? Ich lese sie mal vor. Ein Differentialblutbild ist nicht sinnvoll, da Lymphome nicht in das Blut ausschwemmen. Ich schicke die Patientin in die HNO zur Lymphknotenaspiration. Ich mache einen Ultraschall, um nach Malignitätskriterien zu schauen. Ein Lymphom ist sehr unwahrscheinlich, da die Knoten verschieblich sind. Ich bestelle die Patientin für eine Verlaufskontrolle in 4 Wochen. Das sind die Möglichkeiten und Sie haben genau eine, die ich präferieren würde. Genau, Sie dürfen jetzt abstimmen. Muss ich nur mal abschätzen, wie viele Sie hier in diesem Raum sind. Abgestimmt haben jetzt 100 Personen. Es geht weiter hoch. So, ich glaube, die letzten kommen so langsam rein. Noch weitere 5 Sekunden haben Sie Zeit und dann geht's weiter. So, also. Ja, da haben wir ein relativ eindeutiges Ergebnis und ich muss sagen, da ist schon sehr viel Kompetenz offenbar in diesem Raum. Sie haben also die von mir präferierte Antwort zu 62% auch gewählt. Ich mache einen Ultraschall, um nach Malignitätskriterien zu gucken. Das ist aus meiner Sicht die richtige Antwort auf diese Frage. Also in dem Fall, in dem Sie sich natürlich kompetent für diesen Ultraschall fühlen. Also Sie müssen natürlich in der Lage sein, solche Malignitätskriterien auch einzuschätzen. Was können solche Malignitätskriterien sein? Also die Lymphknoten, die maligne sind, gerade wenn wir von den Lymphomen sprechen, sind oftmals rundlich und nicht länglich oder bohnenförmig. Und sie haben im Ultraschall in der Regel keinen sogenannten Fetthilus. Also wir haben ein bestimmtes Binnenmuster im Ultraschall vom normalen Lymphknoten, den Sie, wenn ein Lymphom vorliegt, in dieser Art und Weise nicht vorfinden. Und diese Untersuchung kann Ihnen schon wirklich eine gute Richtung geben in Ihrer weiteren Diagnostik. Und wenn Sie es können, wenn Sie den Linearschallkopf bedienen können und diese Dinge erkennen können, dann sollten Sie dieses Tool auf jeden Fall nutzen. Die zweite Antwort ist, ich bestelle die Patientin für eine Verlaufskontrolle in 4 Wochen. Das haben auch 26% von Ihnen als richtig empfunden.
Tatsächlich muss man sagen, ganz falsch ist es im Einzelfall vielleicht nicht. Also grundsätzlich ist schon empfohlen, dass bei Lymphknotenvergrößerungen, die tastbar sind und die über 3 bis 4 Wochen bestehen, dass da eine Abklärung notwendig ist. Und wenn diese Abklärung kann natürlich eben ein solcher Ultraschall sein oder es kann auch eine infektiologische Abklärung sein, aber Sie sollten auf jeden Fall einen Abklärungsschritt vornehmen und erst wenn Sie mit diesem Abklärungsschritt eher sagen, läuft nicht auf eine maligne Erkrankung raus, dann kann man eine Verlaufskontrolle machen. Ob man dann wirklich ein so langes Intervall wie 4 Wochen wählen würde, das muss man, denke ich, im Einzelfall dann sehen. Ich schicke die Patientin in die HNO zur Lymphknotenaspiration. Das wäre mir jetzt an dem Punkt ein bisschen zu früh bei jemandem, der jetzt, sagen wir mal, beidseits zervikale Lymphknoten hat, die nicht allzu groß sind. Da würde ich mir vorher, bevor das passiert, eben weitere Hinweise wünschen. Und die Lymphknotenaspiration ist in dem Sinn eigentlich auch nicht das Mittel der Wahl, denn die Lymphomdiagnostik setzt eigentlich voraus, dass wir einen kompletten Lymphknoten gewinnen bei diesen Patienten. Also wir brauchen eigentlich eine offene Lymphknotenextirpation, um wirklich die Architektur, die Histologie State of the Art bestimmen zu können. Das heißt, an dieser Antwort ist für mich unrichtig, dass man vielleicht ein bisschen zu früh jemanden dann invasiv diagnostiziert. Und eben die Aspiration ist nicht das richtige Mittel, sondern man würde eine Extirpation wünschen. Ein Differentialblutbild ist nicht sinnvoll, da Lymphome nicht in das Blut ausschwemmen. Das haben Sie überwiegend mehrheitlich mit Nein beantwortet. Es ist natürlich richtig, dass die allermeisten Lymphome nicht ins Blut ausschwemmen. Nichtsdestotrotz, gerade wenn Sie beidseits zervikale, eher kleine Lymphknoten haben, ist eine der häufigsten Erkrankungen, die Sie in der Praxis finden können, die chronisch-lymphatische Leukämie. Und in dieser chronisch-lymphatischen Leukämie haben Sie eigentlich in der Regel auch eine Blutausschwemmung dabei und die sehen Sie dann an Ihrem Lymphozytenanteil im Differentialblutbild oder dann eben auch bei der mikroskopischen Betrachtung. Und ein Lymphom ist sehr unwahrscheinlich, da die Knoten verschieblich sind. Ich bin ganz stolz auf Sie, dass Sie alle diese Aussage zurückgewiesen haben. Es ist ja so, dass in den Lehrbüchern das immer noch so auftaucht mit dieser Unverschieblichkeit. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie verstanden. Es ist schon richtig, dass wenn man jemanden mit einem Kopf-Hals-Tumor hat, der eine Lymphknotenmetastase am Hals hat, dass das üblicherweise derb und nicht verschieblich ist. Aber bei den Lymphomen ist das überhaupt kein Malignitätskriterium. Ich würde sogar sagen, ich schaue mal meine Kollegen an, aber im Regelfall sind eigentlich die Lymphknoten bei Lymphomerkrankungen verschieblich und nur im Sonderfall eigentlich nicht verschieblich. Also, wir haben uns zusammen durchgewurstelt durch diese Frage. Ich bin stolz darauf, dass Sie das so toll beantwortet haben und jetzt gehen wir noch mal einen Schritt weiter und schauen uns noch mal ein bisschen strukturierter die Dinge an. Also Abklärung vergrößerter Lymphknoten, da haben wir jetzt ja schon einiges miteinander besprochen. In der allgemeinärztlichen Praxis, und das wollte ich noch mal sagen, ist es natürlich so, dass nur ganz, ganz wenige von diesen vergrößerten Lymphknoten, die wir tasten, wirklich maligne sind, 1 bis 2% in etwa. Also es ist viel wahrscheinlicher, dass sie was anderes haben und deswegen sollte man vielleicht auch nicht ganz forsch an die Sicherung gehen, sondern tatsächlich auch ein bisschen den 360-Grad-Blick wahren. Lymphknotenschwellungen, haben wir gesagt, über 1 Zentimeter, über 3 bis 4 Wochen bedürfen der Abklärung. Aspiration ist technisch einfach, aber insuffizient, also wir brauchen die Lymphknotenextirpation. Und dann sieht man solche Bilder wie hier, links der normale Lymphknoten mit seinen Follikeln, mit seiner normalen Architektur und rechts ein Lymphknoten, der eben von so einer monomorphen Population von Zellen ausgekleidet ist sozusagen, also ein befallener Lymphknoten. Ja, was müssen wir über die Lymphome in der Praxis wissen? Also Erstdiagnose, natürlich nach anderen Differentialdiagnosen gucken, Histologiegewinnung dann anstreben, wenn wir andere Dinge für nicht so wahrscheinlich halten. Und dann wird da aus dieser Histologie herauskommen, dass das ein Hodgkin oder ein Non-Hodgkin-Lymphom ist. Ich habe jetzt darauf verzichtet, Ihnen diese Vielzahl von unterschiedlichen Subtypen nochmal darzustellen. Für mich war das im Studium eine absolute Qual, mich durch diese, sagen wir mal, historisch gewachsenen Begrifflichkeiten durchzuarbeiten. Das ist eigentlich fast so schlimm wie die Glomerulonephritiden für mich gewesen. Also, aber nur fast.
Gewisse Abstufung gab es da immer noch. Aber letztlich muss man sagen, man hat auf der einen Seite hat man eben diese ganzen Krankheiten, die so komische Namen haben wie der Morbus Waldenström und dann die Malt-Lymphome, die Marginalzonen-Lymphome, die follikulären Lymphome und so weiter. Und die chronisch-lymphatische Leukämie, das sind die Krankheiten, die in den Low-Grade-Lymphom-Bereich fallen, also in die niedrig-malignen Lymphome. Und auf der anderen Seite haben wir die High-Grade-Lymphome und da ist wahrscheinlich oder ganz sicher die häufigste dieser Erkrankungen das diffuse großzellige B-Zell-Lymphom und da wird es in den folgenden Slides noch mal ein bisschen genauer drum gehen, weil das einfach eine ganz, ganz wichtige Erkrankung ist, bei der es um Kuration geht und bei der wir ganz viel nach vorne werfen, um unsere Patienten optimal zu versorgen. So, Therapie, ich habe es gerade schon angedeutet, für die Therapie ist es vielleicht weniger von Interesse, ob das jetzt ein Hodgkin oder ein Non-Hodgkin-Lymphom ist, sondern da spielt eigentlich für das Grobkonzept viel mehr die Rolle, ob das eine niedrigmaligne oder eine hochmaligne Erkrankung ist. Und da müssen Sie halt ungefähr wissen, welches zu welchem gehört, aber man kann sich grob merken, eben das häufigste hochmaligne ist das diffus großzellige Lymphom, dann gibt es eben noch die Burkitt-Lymphome und die anderen High-Grade-Lymphome und alles andere, eigentlich die ganze große Masse von diesen Eigennamen-Erkrankungen, also quasi die Glomerulonephritiden, die sind dann quasi niedrigmaligne, so kann man sich es vielleicht ein bisschen merken. Und ja, jetzt, was ist der große Unterschied zwischen High-Grade und Low-Grade? Der große Unterschied ist das Therapieziel, was Sie mit Ihrem Patienten haben. Bei den High-Grade-Lymphomen, das sind hochproliferative Erkrankungen, wo zum Beispiel die Chemotherapie einfach sehr gut eingrätschen kann in die Zellteilung und wo wir einfach die Chance haben, alle Zellen zu eliminieren und damit auch eine Heilung zu erzielen. Diese Erkrankungen, da stellt man eigentlich nicht die Frage, muss der Patient behandelt werden oder nicht, sondern da müssen eigentlich alle Patienten, die grundsätzlich behandlungsfähig sind, müssen behandelt werden. Und die können dann eben auch kuriert werden, wenn es gut läuft. Bei den Low-Grade-Lymphomen ist das eher ein anderes Vorgehen. Diese Erkrankungen wird man in der Regel nicht heilen, durch die allermeisten Verfahren zumindest nicht. Und bei diesen Erkrankungen muss man sich auf einen chronischen Verlauf einstellen und man muss eben auch, und das ist ein bisschen unterschiedlich von Subtyp zu Subtyp, eben genau gucken, wann man was macht. Also idealerweise würde man nur dann behandeln, wenn der Patient beeinträchtigt ist oder wenn andere Behandlungsbedürftigkeitskriterien vorliegen. Aber es ist ein sehr weiches, sind oftmals sehr weiche Kriterien und man muss sich immer die Gesamtsituation des Patienten und auch die Wünsche angucken. So. Nachsorge, das ist, glaube ich, ein Thema, was für Sie schon auch Relevanz hat, weil Sie ab und an diese Patienten haben und dann vielleicht nicht genau wissen, was Sie machen. Also auch wenn man das jetzt vielleicht nicht alle über einen Kamm scheren kann, aber man kann grob sagen, es gilt hier ein Primat der Klinik. Das heißt, diese Bildgebungs dieses Wettrüsten der Bildgebung, das sollte in der Nachsorge bei den Lymphomen eigentlich nicht erfolgen, sondern man muss schon gute Gründe dafür haben, wenn man regelhafte Bildgebungen durchführt in der Nachsorge. Und das hängt dann immer ein bisschen davon ab, wie das Rückfallrisiko eingeschätzt wird. Spättoxizitäten beachten und behandeln, das ist ganz, ganz wichtig natürlich. Es ist wichtig zu gucken bei jemandem, der Anthracycline in der Therapie bekommen hat, auf die Herzfunktion zu achten, eben Echokardiografien oder auch Pro-BNP-Screenings durchzuführen. Da gibt es genaue Richtlinien, wann man das eigentlich zu tun hat. Und auch bei Patienten, die beispielsweise mediastinal bestrahlt sind, ist die Herztoxizität etwas, worauf man gucken muss. Und die Rezidivdiagnostik oder auch Zweitmalignomdiagnostik, auch das eigentlich nur bei klinischem Verdacht, beziehungsweise man würde natürlich schon gucken, dass die Patienten in die Screening-Programme auf jeden Fall rechtzeitig eintreten. Und hier auch wichtig, das sind ja Patienten, die sind kuriert im Zweifelsfall und die haben auch ein kuratives Potenzial für das eventuell auftretende Zweigmalignom, deswegen ein wichtiges Thema. So, was haben wir in der Therapie dieser Non-Hodgkin-Lymphome? Ich möchte das jetzt mal auf die Non-Hodgkin-Lymphome die als größere Gruppe beziehen. Was haben wir da erreichen können? Also Chemotherapie ist wirksam, aber was die Sache nochmal wirklich verbessert hat, war die Einführung der CD20-Antikörper in die Behandlung. Rituximab, der erste Antikörper, den wir in der Onkologie, in der Hämatologie hatten, ist 1998 eingeführt worden auf dem Markt und man muss sagen, dass er schon die Ergebnisse deutlich verbessert hat. Dieser Antikörper ist ja sehr einfach, er bindet das CD20-Molekül an der Oberfläche.
So, hier an der Oberfläche der Lymphomzellen. Und wir haben einerseits eine komplementvermittelte Lyse, wir haben zellvermittelte Effektorfunktionen und wir haben auch eine direkte Apoptoseinduktion. Und insgesamt hat das dazu geführt, dass Rituximab plus Chemotherapie eigentlich der Goldstandard in der Behandlung der allermeisten Lymphome geworden ist. Man kann so sagen, roundabout 20% bessere Ergebnisse. Nach der Einführung von Rituximab gab es natürlich noch viele andere Medikamente, die wir jetzt bei unterschiedlichen Lymphomen in unterschiedlichen Kombinationen einsetzen. Andere Antikörper, Antikörper-Drug-Konjugate, BC-Rezeptor-Signalweg-Inhibitoren, BCL2-Inhibitoren. Ich möchte Sie da jetzt gar nicht, das ist dann sehr komplex im Zweifelsfall, bei welchen Erkrankungen wir was wie einsetzen. Ich möchte aber noch mal auf ein Thema zu sprechen kommen, was wirklich im Moment in aller Munde ist und was auch die Behandlungsrealität unserer Patienten wirklich dramatisch beeinflusst und beeinflusst hat. Und das sind die Therapien, bei denen wir T-Zellen dazu verpflichten, uns in der Therapie weiterzuhelfen, und zwar die patienteneigenen T-Zellen. Und da gibt es sozusagen zwei Spielarten davon. Es gibt einerseits die sogenannten CAR-T-Zellen. Das ist ein Verfahren, bei dem wir T-Zellen vom Patienten gewinnen und im Reagenzglas dann gentechnisch so verändern, dass diese Zellen ein Oberflächenmolekül, einen kleinen Anker bilden, und mit diesem Anker können sie dann an ein Tumorantigen, bei den Lymphomen ist es in der Regel CD19, an diesem Molekül ankern und dann diese Lymphomzellen vernichten. Und eine ähnliche Strategie erreichen wir, indem wir bispezifische Antikörper einsetzen. Das sind kleine Moleküle, die im Prinzip eine Verbindung herstellen zwischen den T-Zellen des Patienten im Körper und der Lymphomzelle. Die rücken also quasi diese T-Zellen einfach näher an die Lymphomzelle ran und aktivieren mit dieser Bindung diese T-Zellen, sodass sie dann die Lymphomzelle vernichten können. Und die Frage, die sich uns jetzt in aller Regel bei den meisten Entitäten stellt, ist, wer soll bispezifische Antikörper bekommen, wer soll CARs bekommen, beziehungsweise wann kommen die CARs und wann kommen die bispezifischen Antikörper zum Einsatz. Und bei dem diffusen großzelligen Lymphom, also dem häufigsten hochmalignen Lymphom, haben wir eben die CD19-CAR-T-Zellen jetzt in der Anwendung, verschiedene Produkte bereits ab dem Rezidiv der Erkrankung, ab dem ersten Rezidiv. Und wir fragen uns gerade, ist es denn sinnvoll, vielleicht sogar noch früher anzusetzen bei Hochrisikogruppen? Und bei den bispezifischen Antikörpern, da zielen wir im Moment hauptsächlich auf das CD20-Molekül, was ja auch der Angriffspunkt vom Rituximab ist, und ziehen sozusagen diese T-Zellen über das CD20 an die Lymphomzelle ran. Und da haben wir im Moment noch keine Zulassung, aber wir haben verschiedene von diesen bispezifischen Antikörpern, die haben alle ganz komplizierte Namen, die kurz vor der Zulassung stehen und die wir aber schon in sogenannten Compassionate Use Programmen für unsere Patienten einsetzen können, wenn wir das spezifisch beantragen. So, und was haben wir jetzt erreicht eigentlich mit diesen zellulären Therapien oder auch bispezifischen Antikörpern? Hier sieht man einmal die Hochrisikosituation im Rezidiv des diffusen großzelligen Lymphoms. Was schaffen wir mit dem Axicell, das ist das CAR-T-Zell-Produkt, was schaffen wir mit dem Standard of Care? Und da sieht man schon große Unterschiede auch im Overall Survival, obwohl es in der Studie möglich war, in den weiteren Rezidiven dann die Zelltherapie auch einzusetzen bei den Patienten, die hier in den Standardarm randomisiert worden sind. Und wir haben jetzt gerade die Ergebnisse vom ASCO auch gesehen, die nochmal das längere Follow-up dieser Daten zeigen. Und man sieht, der Overall Survival Benefit, also dass die Steigerung der Überlebensrate letztendlich dieser Patienten, das hält sich auch mit sehr langer Beobachtungszeit. Bei 4 Jahren haben wir diese Ergebnisse. Und wie gesagt, die Ergebnisse wären noch viel dramatischer oder die Kurven wären viel weiter auseinander, wenn man die Patienten rausnehmen würde, die dann in der nächsten Therapielinie sowieso ihr Zellprodukt dann bekommen haben. Also es ist eigentlich noch eine Unterschätzung des Effekts, den wir hier sehen.
Ich habe gerade gesagt, wir wollen jetzt gucken, also wenn wir sagen, wir haben in der Erstlinientherapie schaffen wir in 50% der Patienten die Heilung und in den anderen 50 kommt irgendwann ein Rückfall und dann machen wir im Rückfall, machen wir die KT-Zellen und von den Patienten heilen wir wieder 50% und in den anderen 50% kommt dann doch wieder ein Rückfall. Wäre es dann nicht vielleicht sinnvoll, dass man diese Cars, wenn das doch so effizient ist, für die Hochrisikopatienten, bei denen wir schon wissen, die haben ein sehr hohes Risiko für den Rückfall, dass man das gleiche der Erstlinie macht. Und auch dazu gibt es eben jetzt hier schon aus der ZUMA-12-Studie Daten, die hier das Overall Survival mit einer sehr flachen Kurve zeigen. Es ist natürlich trotzdem bei einarmigen Studien immer die Frage, ja, ist es denn dann besser? Das sind jetzt mal so alte Daten vor der CAR-T-Zell-Ära, wo man sieht, die Hochrisikopatienten, das ist da quasi das Überleben nach Erdschopp und dann eben Folgetherapien für die Hochrisikopatienten. Wenn man hier bei 2 Jahren jetzt mal guckt, dann ist man so ungefähr bei 60% der Patienten, die am Leben sind. Und wenn man hier bei 2 Jahren guckt, dann ist man hier vielleicht so bei 80%. Das heißt, man darf das ja eigentlich nicht machen, diese Cross-Study-Vergleiche, aber um eine Orientierung zu haben, kann man schon sagen, vielleicht ist es wirklich eine gute Idee, das in die früheren Therapien bei Hochrisikopatienten schon mit einzubeziehen. So, jetzt habe ich am Schluss noch mal einen kurzen Fall, um zu zeigen, wie läuft das jetzt eigentlich in der Praxis ab. 70-jähriger Patient, Erstdiagnose, diffuses großzelliges Lymphom 2019. Stadium 4, ganz viele Organe befallen, das ist für die Lymphome ja nicht gerade typisch, viele haben ja nur Lymphknoten, aber es gibt eben auch diese Patienten mit Organbefällen. IPI 5, das ist unser Risikoscore, also richtig Hochrisikoerkrankung. Ein Befall mit Acinetobacter baumannii, mit einer wirklich ganz, ganz furchtbaren Resistenzsituation, ein 4-MRGN-Keim. Ich sage das deswegen, weil das für uns ein unglaubliches technisches Problem war, diesen Patienten zu behandeln. Er musste mit einer Staubschutzwand isoliert werden, damit dieser Keim nicht auf andere Patienten übertritt. Und wir haben also wirklich große, große Mühe gehabt, diesen Patienten durch seine Therapien zu bekommen. Und also es ging los mit durch Infektionen und andere Komplikationen unterbrochenem Erdschopp, was wir diesem Patienten verabreicht haben. Dann hat er leider den Rückfall ungefähr 2 Jahre nach Erstdiagnose gehabt, ist dann mit einer Therapie Erpola-Bender behandelt worden, wobei wir die Bendamustin-Dosis, weil das so ein T-Zell-toxisches Medikament ist, auf ganz, ganz wenig runtergesetzt haben, weil wir schon wussten, wahrscheinlich müssen wir irgendwann die CAR-T-Zellen bei ihm machen. Dann ist er leider darauf progrediert gewesen. Wir haben dann eine Therapie mit einem CD19-Antikörper und einem Immunstimulanz gemacht und haben dann, nachdem dieser CD19-Antikörper ausgewaschen war und der Patient gut angesprochen hatte, ihm CD19-CAR-T-Zellen gegeben. Auf die hat er leider überhaupt nicht angesprochen und weil er so gut auf die Vortherapie angesprochen hatte, haben wir dann weitergemacht mit dem vorherigen Regime. Und als ich Halle verlassen habe, war er immer noch unter dieser Behandlung. Ich weiß nicht, was jetzt ist. Wenn er einen Rückfall bekommt, wären natürlich die bispezifischen Antikörper jetzt für ihn die nächste Option. Aber an diesem Fall kann man, glaube ich, ganz gut sehen, wie wir so vorgehen. Also wir haben eigentlich angefangen mit einer Chemoimmuntherapie auf CD20 ausgerichtet. Dann haben wir nochmal CD79 als Target für den Antikörper hinzugenommen. Dann sind wir auf CD19 umgeschwenkt mit einem Antikörper, haben dann CD19 gerichtete T-Zellen gemacht und dann wieder eine CD19 gerichtete Therapie. Also man versucht auch so ein bisschen die Antigene, die Zielstrukturen abzuwechseln, damit der Tumor sich nicht auf unsere Strategien eben einlassen kann und Resistenzmechanismen entwickelt. Zusammenfassend kann man sagen, die Lymphome sind eine wichtige Tumorentität, 6. häufigster Tumor, wenn man das insgesamt betrachtet. Wichtige Meilensteine waren die Einführung der Chemoimmuntherapie, also Antikörper plus Chemotherapie und jetzt die zellulären Therapien oder auch die bispezifischen Antikörper, die über T-Zellen wirken. Und auch wenn das jetzt ein bisschen so aussieht, als ob ich überall mehr wollte, wo Vivian Hess immer weniger wollte, stimmt es natürlich so ganz nicht, weil durch diese zellulären Therapien wir natürlich auch Heilung induzieren bei Patienten, die vorher durch die 5., 6., 7., 8. Therapielinie gegangen sind, sodass man da auch sagen muss, eigentlich schaffen wir auch ein bisschen weniger ist mehr, wenn auch nicht ganz so dramatisch wie im Kolonbereich. Die Therapiesequenzen sind enorm im Fluss. Also jetzt machen wir Chemoimmuntherapie, danach machen wir die CAR-T-Zellen, danach machen wir die bispezifischen Antikörper. Vielleicht machen wir bald
in der Erstlinien-Situation Chemoimmuntherapie plus bispezifische Antikörper, im Rezidiv dann die KT-Zellen und dann wieder was anderes. Also wir haben eigentlich jedes Jahr, muss man sagen, Neuerungen, die sich wirklich auswirken, und wir müssen wirklich am Ball bleiben, an den Zentren vor allem, dass wir gucken, dass wir hier mitmachen bei diesen Entwicklungen, dass wir sie selber weitertragen und dass wir einfach unsere Patienten optimal behandeln. Und ich hoffe auch, dass wir in Zukunft immer mehr in die Richtung einer Personalisierung kommen und in die Richtung eines risikoadaptierteren Vorgehens. Ich möchte nicht sagen, dass wir nicht risikoadaptiert vorgehen, aber es ist, glaube ich, noch Luft nach oben. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich über Fragen. Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Es sind natürlich viele Fragen. Ich glaube, ich beginne gerade mit der ersten Frage. Die Kosten der KT-Zelltherapie. Und ich glaube, hier gibt es zwei Punkte, die wir fragen. Einerseits die Kosten der Therapie als, eben wenn sie uns geschickt wird, praktisch von den Firmen, aber auch die Kosten, was das eigentlich rundherum bedeutet. Ja, also ich finde halt auch, dass man da noch mal ein bisschen gegenrechnen muss, was man auch spart. Wenn wir 50% der Patienten heilen, die danach keine Therapien mehr brauchen, dann ist das natürlich auch gegenzurechnen. Aber ich gebe zu, das ist schon ordentlich. Also wir sprechen über mehrere hunderttausend Euro für eine Infusion. Schweizer Franken auch ähnlich. Und ja, wahrscheinlich wird sich das Ganze schon ein bisschen regulieren. Wir haben ja hier auch ein starkes Zelltherapieprogramm. Wir wollen diese Produkte auch gerne nicht einfach von der Industrie beziehen, sondern wir wollen sie selber produzieren. Wir wollen auch unsere eigenen, oder wir sind auch ganz konkret dabei, unsere eigenen Produkte zu entwickeln. Und dann haben wir natürlich schon eine ganz andere, sagen wir mal, Kostenkalkulation, die am Schluss dem Gesundheitswesen, der Gesellschaft auch zugutekommt. Aber das sind so die Kosten. Wir brauchen natürlich Kosten für die Apherese der T-Zellen. Wir brauchen Kosten für das Monitoring, das sind große Blöcke. Aber ich möchte trotzdem sagen, dass ich insgesamt denke, wir sind Industrienationen, die eigentlich immer schon ungefähr 10% des Bruttosozialproduktes für Gesundheit ausgegeben haben. Und das hat sich in den vergangenen Dekaden eigentlich nicht großartig geändert, obwohl wir teurere Therapien haben. Das heißt, wir sind als Gesellschaft leistungsfähiger und deswegen können wir auch leistungsfähigeres Gesundheitssystem uns erlauben. Und ich glaube, wir müssen es auch. Ja. Genau, und ich glaube, dazu kommt jetzt die zweite wichtige Frage. Ich glaube, das ist natürlich gerade für Personen, die nicht täglich mit KT-Zellpatienten arbeiten, was sind die Nebenwirkungen? Ja, also es gibt natürlich, sagen wir mal, die Nebenwirkungen, die im stationären Aufenthalt auftreten, mit denen Sie jetzt wenig zu tun haben, weil Sie den Patienten in der Phase gar nicht sehen. Aber was natürlich passiert ist, wenn diese T-Zellen in den Körper zurückgegeben werden und alle gleichzeitig quasi aktiviert werden, weil sie ihre Targetstrukturen finden und dann die Aktivierung losgeht, ist eben so ein Zytokinsturm, ein CRS-Syndrom, was auch wirklich lebensbedrohlich ausgehen kann, wenn man nicht mit Antikörpertherapie oder auch mit Steroiden dagegen arbeitet und wenn man das auch nicht frühzeitig macht. Bei der Gelegenheit wollte ich sagen, es ist ganz, ganz paradox, aber auch wirklich interessant. Wir sind ja sonst immer so in der Situation, dass wir als Onkologen tolle Studiendaten haben und dann kommen die sogenannten Real-World-Daten und dann ist alles irgendwie viel schlechter als in der selektierten klinischen Studie. Und bei den KT-Zellen, da ist das irgendwie andersrum gewesen. Da waren die Studiendaten natürlich gut, aber man muss sagen, wenn man die Real-World-Daten anguckt, sind die eigentlich besser. Und ich habe mich immer gefragt, woran liegt das? Und ich glaube, es liegt daran, dass wir einfach viel, viel mehr Expertise im Management dieser Nebenwirkungen haben, dass wir einfach jetzt wissen, das Tocilizumab, das kann man nicht irgendwann anfangen, sondern das muss frühzeitig im CRS angefangen werden. Und deswegen können wir das viel besser handeln, als wir das noch in den frühen Studien handeln konnten. Und wir verlieren viel weniger Patienten. Anderes Problem ist das ICANS, das ist das neurologische Symptomkomplex, der eben auch in der akuten Phase entstehen kann. Und was natürlich auch klar ist, und das ist etwas, womit Sie alle auch zu tun haben werden, wenn Sie diese Patienten sehen, wenn wir gegen CD19 mit unseren KT-Zellen arbeiten, dann arbeiten wir nicht gegen den malignen Klon alleine, sondern wir arbeiten gegen die gesamte B-Zell-Linie. Und es gibt natürlich Menschen, die sagen, die B-Zellen, ach, das ist doch
gar nicht so wichtig, es kommt doch auf die T-Zellen an. Ich bin ja ein B-Zell-Mensch und ich kann Ihnen sagen, nein, bei Covid haben wir auch gelernt, das sind genau die fragilen Gruppen, die eben keine B-Zellen mehr haben. Das sind die, die die größten Probleme hatten, mit den Covid-Infektionen klarzukommen. Das sind die, die keine Impfantworten bilden können. Das heißt, Sie haben hier Patienten, die haben K-T-Zellen weiter in ihrem Körper, die auch die gesunde Hämatopoese beeinträchtigen und die dafür sorgen, dass diese Patienten im Zweifelsfall jahrelang keine normalen B-Zellen haben. Das heißt, Sie müssen das bei Ihren Vakzinierungsvorhaben auch berücksichtigen und Sie müssen wissen, dass diese Patienten immunsupprimiert sind. Ja, genau, das sind auch viele Fragen. Genau, auch eine Frage kommt eben, vielleicht beginne ich, nein, die einfach höher gerätet wurde. Ich muss nochmal wirklich konkret fragen, wie teuer war dieser 70-jährige Patient kumulativ? Ich glaube, das. Oje, oje. Der 70-jährige Patient. Ja, also ich überschlage es jetzt mal. Ich würde mal sagen, dieser 70-jährige Patient hat 450.000 Euro gekostet. Mhm. Ja. Ja. Also bis dato. Und das ist ja bei ihm eine Situation, die jetzt tatsächlich wahrscheinlich nicht einer Heilung gleichkommt, muss man auch kritisch sagen. Aber diese Fälle, ja, gibt es. Ja. Genau, welchen Stellenwert hat die Knochenmarkstransplantation bei aggressiven Lymphomen? Bei aggressiven Lymphomen, ja. Also wir versuchen zunehmend eigentlich die Knochenmarkstransplantation. Ja, oder die Stammzelltransplantation, ja, nehme ich an, das, ja, war die Frage. Genau. Ja, genau. Ja, also die Stammzelltransplantation verliert so ein bisschen an Relevanz für diese Lymphomerkrankungen, bei denen ja sowieso der Graft-versus-Lymphoma-Effekt immer nicht ganz so toll ausgeprägt war wie bei den myeloischen Neoplasien. Mit diesen zielgerichteten Verfahren der Zelltherapie und der bispezifischen ist sie auf eine wirkliche Randrolle zurückgedrängt worden. Also bei Patienten, die nach CAR-T-Zellen einen Rückfall ihrer Erkrankung haben, bei denen kann man das immer noch überlegen. Auch bei Patienten, die mit der Blutbildung nach den CAR-T-Zellen nicht mehr richtig aus dem Quark kommen sozusagen, das passiert auch manchmal, da kann das auch noch mal eine Möglichkeit sein. Aber grundsätzlich ist das sehr wenig geworden. Ich glaube, ich würde noch es sind wieder viele Fragen und ich bitte Sie alle nachher auch direkt mit Frau Professor Binder dann Kontakt aufzunehmen, wenn eine Frage nicht beantwortet werden konnte. Aber wie ist die Lebensqualität unter diesen Therapien? Also jetzt vielleicht auch eben dieses Fallbeispiel, das du uns gezeigt hast. Mhm. Wie schätzt du das ein? Also man muss sagen, dieser Patient mit seinem Akinetobacter baumannii, solange er bei uns nicht immer hinter der Staubschutzwand isoliert war, hatte eigentlich sonst eine erstaunlich gute Lebensqualität. Ich meine, es ist ja ein älterer Herr gewesen, ja, der das ein oder andere zusätzliche Problem auch noch hatte. Der hat, und deswegen haben wir ja überhaupt auch weitergemacht, ja, das war auch expliziter Patientenwunsch, der hat eine wunderbare Lebensqualität gehabt, trotz dieser auch immer wieder ja aufflammenden Lymphomerkrankung, die ja dann immer wieder auch zurückgedrängt werden konnte. Also und da muss man aber trotzdem auch immer wirklich gut hingucken. Also diese Dinge sind nicht alleine medizinisch zu entscheiden, sondern man muss immer gucken, was will der Patient, der dazugehört zu dieser Erkrankung, und was können wir wirklich realistisch auch mit dem Patienten zusammen vereinbaren, was wir für realistische Ziele auch haben können. Ja? Aber viele Patienten haben tatsächlich eine sehr gute Lebensqualität unter diesen Therapien. Ja, mit dem möchte ich dir nochmal danken. Herzlichen Dank.